So, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Vlog. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum weiteren Vlog. Der letzte kam sehr gut an. Deswegen machen wir weiter. Wir gehen jetzt raus, wir nehmen eine Fußball-Challenge auf. Habt ihr bestimmt davor schon gesehen. Auf jeden Fall wird es wieder so ein wöchentliches Ding, keine Ahnung. Lasst gerne ein Like da und viel Spaß. So, wir sind auf dem Gelände, auf dem HOE-Gelände. Wir drehen jetzt Fußball-Challenge. Ey, das kommt von unserer Schule. Oh, hi. Die gehen jetzt auf meine Schule. Alter, wir sind die gerade durchgedreht. Weil das ist schicke. Wie können die so selbstbewusst sein? Wenn ich früher jemanden gesehen habe, keine Ahnung, bei Hertha 5 Jahre älter oder so, ich habe keinen Fuchs rausbekommen. Und hier so, die schreien rum. Hier, super Trainingsform. Einfach WM. So ein Video will ich auch mal machen. Ich will so ein Video machen. Ein 16er Video. Am liebsten würde ich sogar mitspielen einfach. Immer in Schulzeit, ich schwöre. So cool. Zeig doch mal, zeig doch mal, zeig doch mal. Gut! Ich hab noch nie hier trainiert, ja. Ah, doch, stopp, sorry, hab ich. Was laber ich? Er fährt einfach an. So, ne? 2 Jahre lang mein Trainingsplatz. Soll mal jemand sagen, der Platz ist schuld oder so. Da darf der Ball nicht verspringen. So, sind wir zu Hause. Gerade lädt die Fußball-Challenge schon mal hoch. Ja, ich glaube, viel mehr steht heute nicht auf dem Plan. Ich zeige euch einfach mal die ganze Zeit, was ich mache. Ich claim jetzt kurz meine Rolling Loud Tickets. Ich habe NFTs von Rolling Loud. Also ich habe 4 Stück davon. Und ich kriege für immer also 4 VIP-Tickets für alle Rolling Loud Events. Ich claim die kurz von Portugal, weil wir da hingehen werden. So, hab's jetzt mit meiner Wallet connected, bla bla bla. Auf jeden Fall kann ich jetzt 4 Tickets claimen. Ich muss nur die Namen eingeben und fertig. So, und jetzt habe ich die Tickets hier in der App drin. Muss ich drauf tippen, dann ist ein QR-Code und damit komme ich da rein. Wir gehen jetzt was essen. Wir gehen zu Babangora Outfit of the Abend. Wir haben Angora vorbeigefahren, aber keinen Parkplatz gefunden, deswegen sind wir jetzt aus Dria Colagino, der Laden von Ada. Sogar noch besser, sag ich. Da kam wieder der Call, aber das ist jetzt nicht alles für Sie, oder? Vitello Tonato, Burrata, Rindercarpaccio und Scampis Tempura. 4 Vorspeisen über Hauptspeisen, sage ich immer wieder. Eigentlich wollte ich hier das Schnitzel ausprobieren, weil Eli meinte, es ist crazy mit Spargel und Hollandaise, aber hatten die nicht hier, leider. Oliven sind es nicht. 100% so geil. Oliven sind es gibt so ein paar Sachen. Es gibt Leute, die hassen Oliven oder ja, man mag sie. Ich wollte gerade sagen, es gibt so ein paar Sachen. Ist nicht so, die ist okay. Man entweder hasst oder liebt. So ja. Wie Rosinen zum Beispiel. Ja. Rosinen auch. Manchmal. Rosinen sind aber nicht so schlimm wie das. Ja. So, unsere Bestellung ist da. 5 Vorspeisen. Garnelen mit Chili Mayo. Super. Wir schicken die ganze Zeit Bilo so Snaps von den Essen. Sag mal, was er schickt. Bin baff. Und ein Bild. Wie traurig er ist, dass er nicht hier ist. Ich guck gerade Wrist aus. Es ist 3 Uhr. Er meinte gerade, ich habe ihn ausgedacht, als er hingefallen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Wunden, guck mal, das ist jetzt erst geheilt von Malle, ist das Chat. Das ist von Malle, das ist noch nicht mal richtig geheilt. Einfach Malle-Wunden am Knie. Leute, wir sind, by the way, kurz vor den 750.000 Abonnenten. Lasst gerne ein Follow da, kostenlos. YouTube ist immer ein bisschen haprig mit neuen Abonnenten, obwohl das eigentlich am wenigsten juckt. Lasst einfach ein Follow da, es juckt sowieso keinen. Da steht nicht wie bei Instagram so, du folgst 597 Leuten. Scheißegal, YouTube, du folgst und fertig. So, ich gehe jetzt mit Marlon essen, frühstücken, ist jetzt so. Also mein Frühstück ist jetzt so 16 Uhr, der hat gerade Training gehabt. Outfit ganz gewagt. Eine Cargo, ich bin mal gespannt, wie warm es ist. Skates, LV, Hose, LV. Tanktop von 6 PM und ja, das war's. So, das ist der Schuppen. Lomi, in der Nähe vom Savini-Platz. Dort der Kudam. Super Frühstück lang. Hier gehen immer die Fußballer von Hertha und sowas hin. Heute muss ich jetzt noch zu Adidas und zeige ich euch, was da gibt. Und zwar nämlich bald das Delays Boss Trikot, meine lieben Freunde. Im Shop. Neben den ganzen Trikots von Messi und Co. Spiegelei. Avocado, Frischkäse, Salat, unglaublich. Und die haben wieder reden. Ach, ich hab vergessen zu vloggen. Auf jeden Fall könnt ihr im Adidas Store drin bei einem Gewinnspiel mitmachen von Delay Sports, wo ihr ein Aufstiegsshirt gewinnen könnt und unser Trikot aus der nächsten Saison. Und dazu, unser Trikot wird bald in dem Adidas Store hängen. Adidas Botschafter Eligello hat dafür gesorgt. Wir werden einfach als erste Nicht-Profi-Mannschaft im Adidas Store hängen. Auf jeden Fall sehr geil. Dankeschön an Adidas. Wir sind jetzt noch am Kudamm. Marlo hat gerade gedabbt. 5 Minuten hier geparkt, im Halteverbot. Direkt Strafzettel. Ich mag es immer, vor da reinzulaufen, weil es schön kühl ist, so schön dort. So wie wenn man irgendwo im Urlaub shoppen ist. Joy. Das Ding ist, ich fühle mich immer wie ein Harzer, wenn die kommen. Ich bin gerade aufgewacht, habe gefressen. Der war schon beim Training, John hat schon 2-mal trainiert heute. Und ich liege hier und gucke Eli in Unterhose. Ich habe einfach Angst vor ihr. Es steht mir auf! Ja, gut so. Mann. Ellie liegt jetzt die ganze Zeit hier und kuschelt mit den Schuhen und alles Mögliche. John guckt TikToks, wie man mit Katzen redet. Ich gucke gerade das doppelte Debakel. Deutschland verliert 2-0 in Kolumbien und Eligello in der Win Challenge. Ich habe so Angst vor der Uhr. Mit nur 0, das ist so schlimm. 1-1, Sydney Buns. Eli, du weißt aber nach schon, dass du auch da. 8 Stunden. Nein. Ja. So,
So, wir gehen jetzt in der Halle Basketball spielen ein bisschen. Born. Nach Fußball und so. Es ist jetzt, glaube ich, 23 Uhr oder so. Und haben so einen Kontakt, über den wir in die Halle kommen. Deswegen sehr cool. Eigene Turnhalle für sich selber. Wir sind jetzt in der Halle und vergnügen uns hier. Hä? Jordan, ersten beiden Würfe direkt zweimal Splash. Hallo, auch Splash, okay. Nehmen wir mit einer Hand. Der Traum von allen, so allein in der Turnhalle zu sein und machen können, was man will. Also wir können ja auch Boxspringen machen, wenn wir wollen, oder hochspringen. Hier könnt ihr auch Videoideen. Lasst uns gerne wissen. Wir nehmen jetzt, oder wir nehmen morgen. Morgen kommen wir nachher. Wir nehmen morgen wahrscheinlich eine Basketball-Challenge auf bei Marlon. Wir sehen ein bisschen gerade YouTube-Grind, versuchen viel Content für euch zu machen im Sommer, was uns aber auch Spaß macht. 2 gegen 2, 1 gegen 1 Basketball. Puh, ist das anstrengend, Digga. Und natürlich. Das einzig Negative an dem ganzen Sport und so, bla bla. Jedes Mal nach Fußball-Challenges. Mein Knie tut so doll weh die nächsten 3 Tage oder so. Dann mal hier hinten, genau halt, wo es bei meiner Verletzung wehgetan hat. Hier tut mein Knie weh, überall. Das ist halt, weil ich bei Fußball-Challenges und die wenigen Momente, wo ich jetzt noch 100% gebe beim Schießen zum Beispiel. Ja, da schieße ich halt richtig, da wird mein Knie mal richtig belastet. Bei Delay Sports, egal was ich mache da gefühlt alles mit 30% oder so. Ich komme nach Hause, 1:51 Uhr, der hat immer noch kein Win, Alter, der Arme. Tut mir ehrlich leid, ne? 11 Stunden, nichts. Außer das ist mein schon wirklich mein zweiten. So, es ist jetzt 14 Uhr oder so. Eli komplett im Bruch. Hier ist übrigens meine absolute Form, meine aktuelle Form. Bam, 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 bam. So fett bin ich nicht, Junge. Das Ding ist, ich habe übertriebenes Hohlkreuz, deswegen geht mein Bauch nach vorne. Ist ganz entspannt, Leute. Anspannen. Passiert nicht viel mehr. Und hier ist eine ordentliche Schicht drüber halt, ne? 24 Stunden live. Muss noch Elden Ring Gegner besiegen. Fortnite 2 Wins, muss noch Valo Back to Back, muss noch Only Up. Also absolut keine Zukunft. Ich gehe jetzt zu ihm, ich bringe ihm Frühstück, er weiß nicht. Ich bringe ihm Frühstück und fuck ihm ein bisschen ab. Also er ist eher nachtreten, anstatt ihm zu helfen. Aber das ist so mäßig, ja, ich bin da, um ihm Frühstück zu bringen. Ich hatte gefragt, wie mein Kühlschrank aussieht. Apfelmus, ein paar Soßen, die ich sowieso nicht benutze, das ist bestimmt schon abgelaufen. Dann habe ich hier eine Cola. VitaWeight, wo die angebrochen sind, wo ich nicht weiß, wer die angefangen hat. Zum Kochen, Sahne. VitaWeight, eine Fritz-Cola, VitaWeight, irgendwas von Kinkens, Polana und Fanta Exotic. Dann ein Apfel, nehme ich mir gleich einmal. Die ist zum Kochen, Tomaten, Aioli und Paprika, VitaWeight. Einfach perfekter Sommerkühlschrank. Und hier sind noch Bunker. Ich kann mir eigentlich direkt wieder ein neues bestellen, ne? Ich trinke die Jungs leider so krank leer, ne? Ich trinke, ich glaube, so 7 Flaschen pro Tag oder so. 3,5, das ist ja gar nicht, das ist ja nicht der Sinn der Sache bei denen hier. Ich bin es gewohnt, die ganze Zeit VitaWeight zu trinken. Bei den normalen kann man es ja machen. Bei den Jungs geht's ja. Da habe ich auch immer von 8 getrunken oder so. Aber ich habe mir jetzt angewohnt, dass ich jetzt anstatt das VitaWeight einfach das trinke, weil das besser schmeckt. Aber es ist nicht der Sinn der Sache. Das ist so eine Alternative zu einem Eistee, so eine gesündere Alternative. Und ich trinke es wieder. Schmeckt so gut. Ich schwöre, es schmeckt so gut, ne? Also, Real Talk. Ich glaube, es ist auch 7-mal im Block drin, glaube ich. Dass VitaWeight Game Changer ist, aber es ist so. Und viele haben Probleme, dass es noch nicht gibt bei Rewe, bla bla. Meta, glaubt mir, bestellt es euch online bei unserer VitaWeight-Seite. Und dann wird es zu euch nach Hause geschickt und ihr müsst nicht schleppen. Ihr müsst nicht tragen. Ihr müsst nicht vom Auto zu euch reintragen oder euren Rucksack oder sowas. Ihr bestellt das, das kommt. Die bringen so ein fettes Paket in eure Tür rein und dann habt ihr die da fertig. So wie wenn ich mir VitaWeight bestelle. So, Outfit of the Day. Also nur für schneller so. OVO-Shirt, Hose ist von Juice WRLD Merch und ich habe meine Vapormax mal wieder ausgekramt. Die habe ich vor 10 Jahren jeden Tag getragen und jetzt habe ich die wieder an. Ich finde jetzt die beiden Wichser. Die sind so geil aufs Essen. Junge, beruhigt euch doch mal. Wow, entspannt euch, Jungs. Ihr bekommt jede eine. Macht ruhig. So, einmal die 1. Ruhig bleiben wir. Boah. Alter. Was ist denn das? Die kämpfen ja darum. Alter. Guck mal, wie die essen. Jetzt zieht er extra viel raus, damit er die essen kann. Hier kommt die 2 hin. Idioten. Was? Jetzt geht die auf. Junge. Das ist ja nicht normal. Digga, was hast denn du für Kater? Da ist doch noch drin. Da, hier. Vor Guys Map war Real Talk jetzt. Das Schlimmste, was ich je in so einem Stream gemacht habe, also ehrlich gesagt. Die sieht nicht so schlimm aus. So, wir gehen jetzt in die Halle. Ich habe ein bisschen Proviant dabei. Relativ früh, aber für unsere Verhältnisse ist es jetzt 21 Uhr. Sieh dich nicht so an, was ist das? Nee, sind aus wie Basketballer, wa? Eisfake? Doch. Nee, gar nicht. Und dann die Rookie-Bocken. Ha, keine BCs mehr. Okay, BC waren leer. Nee, oder? Wir nehmen jetzt eine Challenge auf für Marlon. Er hat sich ein paar Challenges ausgedacht. Basketball. No cap. Madison Beer. Ich dachte, man guckt nur zu, weil sie hübsch ist. Aber
Aber sie streamt übertrieben cool. Also sie streamt. Sie ist Streamerin, als ob die sie schon jahrelang macht. Ich schwöre. Die redet voll cool. Die ist voll chillig drauf. Die ist lustig. Super Streamerin. So. Es ist nächster Tag, 12 Uhr. Ich gehe jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung. Sonst weiß ich gar nicht, was halt passiert. Willi kommt heute. Sonst weiß ich eigentlich nicht. Ich muss halt im besten Fall jetzt im Sommer aus meiner Wohnung raus. Will ich auch. Und deswegen suche ich halt jetzt was zum Kaufen. Eine Wohnung oder ein Haus oder so. In Berlin, aber ich finde nicht so viele coole Sachen. Deswegen gucke ich mal. Ey, Digga, Wohnungen. Die Wohnung, die ich mir jetzt angucke, kostet 1,5 Millionen. Was ist denn das? Dafür kriegst du eine fette Villa oder so. Ja, deswegen muss ich gucken, ob ich eine Wohnung oder ein Haus nehme, weil Wohnungen in Berlin, coole Wohnungen, sind sehr, sehr, sehr teuer. So, stream jetzt. Es ist 14 Uhr, gute Zeit. Guck mal, wie der hier ist. Hallo, Freunde, alles gut. Was hast du gerade gemacht? Oh, jetzt Zahnarzt. Ich kann untere Lügen nicht schwören. Ich schwöre auf alles. Eine Woche. Ich, vor Urlaub war ich Friseur. Du meintest, der macht nicht mehr einen Bart. Ja, Bilo kann gar nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Warum? Ich hab was gerade ganz normal bestellt, wie du auch. Du meinst gerade reicht. Ich bin schlecht gelaunt. Reichen zwei in der Arme. Bei alle zugreifen. Ich kann aber schnell essen. Du isst jetzt extra schnell, damit du viel essen kannst. Digga, guckt euch Willi an und Marlon. Es regnet hier so doll in Berlin. Wir gehen jetzt ins Kino, wir gucken The Flash, wird bodenlos. Aber das meine ich auch bei Transformers. So, wir gucken jetzt Film mit unseren Jungs. Wir haben einfach Kino alleine. So, jetzt will ich mal ein Feedback haben, erstmal von William wissen. Egal wann Teil 2 kommt, ich werde nicht gehen. Egal wer irgendwo Langeweile verspielt, geht nicht ins Kino. Ich sag mal eine 6 von 10. Ich gebe eine 3 Max. Eine 3 Max 4. Ey, kurze Frage, wie fandet ihr den Film 1 bis 10? 10 von 10, muss man sagen. Wie fandest du den Film 1 bis 10? 9 von 10. Ich wollte die ganze Zeit gehen, dann war er auf einmal kurz gut. Dann wollte ich doch nicht mehr gehen. Dann wollte Willi gehen. Willi freut sich, dass Ellie die ganze Zeit mit ihm kuschelt. Das macht sie nur, weil sie rollig ist. Nein, sie hat erkannt, dass ich der richtige Dunkelhäutige bin. So, nächster Tag, Freitagmorgen. Wir machen jetzt das Porsche-Gewinnspiel. Fake. Wir verkaufen jetzt den Porsche, Leute. Und wir gehen später Casino. Und machen alles auf Rot und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Wir streamen das Ganze auch, es kommt auch hier im Vlog. Es wird crazy, Digga. Und ich mache einen TikTok raus. Oh, yeah. So, wir sind jetzt bei Vadim Store. Ist auch direkt am Kudamm. Warten hier gerade auf Eli und so. Wenn ihr wollt, gerne vorbeikommen. Gleich ist unsere Übergabe vom Porsche. Es ist kein Scam, Leute. Was? Digga, es dachten Leute wirklich, dass wir unseren Ruf oder unsere Karriere in Kauf nehmen, damit wir das Gewinnspiel faken. Hä? Das macht so viel Sinn. Also man weiß ja, was auch in Zukunft, wenn man sowas falsch macht oder sowas faked oder so. Das Video darüber kommt alles bei Willi. Die Übergabe und sonst was, das kommt alles bei Willi. Ja, guckt euch das an, wenn ihr mehr Details sehen wollt. Nur 28 Minuten zu spät, Bro. Digga, weißt du, wie viel Stau bei mir war? Ja, außerdem geil. Geil. Digga, ich bin immer noch locker so. Na, ich schwöre, ich glaube, ich bin öfter pünktlich dazu. Doch. Ich bin locker noch so 8 Stunden oder so. So, wir haben das Video im Kasten. Kommt hier online. Jo, wir verbringen jetzt noch den Tag zusammen. Das ist die ganze Zeit abgelaufene Vita-Welt, ne? Ich auch. Aber das geht. Das Ding ist, an alle, die sich wundern. Das ist nicht abgelaufen, ja. Sondern die Vitamine sind dann nicht mehr so. Ja, die lösen sich auf. Da und dann darfst du nicht das nochmal reinschreiben. Aber du kannst ja. Nicht kriegen. Wir haben für den Porsche-Gewinner Sidland extra 2 Vita-Welt mitgenommen und hat die nicht bekommen. Ja, das kannst du selber haben. Das ist Vita-Welt, hey, hallo, das ist Gold. So, wir sind jetzt in der Kantstraße. Hier gibt es viele Restaurants und geiles Wetter. Wir waren im Grill Royal und ich habe den heiß begehrten Solero bekommen. Maracuja-Saft habe ich hingestellt bekommen. Das ist um Welten besser. Nein, doch. Solero, ich schwöre, Solero ist. Meiner Meinung nach, ich schwöre auf alles, für mich ist Solero besser. Tja, das ist einfach nur Maracuja-Saft. Mhm. Du siehst, was da für Form ist? Die Jungs sind so gut. Wir sind bei 1000 Grad. Und sind meine Lieblingskanälen. Wir haben Tisha Tong mit Rechnung gespielt, Digga. Ja, egal, Jungs. Ja, Digga, Eli verliert immer. Ich verliere echt, doch, ne? Dreh ich mal. Eine Woche. Das ist eine Woche? Locker. Nein. Willi hat gerade seinen Highscore, was den Bart betrifft. Das ist echt wenig. Er hat noch nicht so viel gehabt. Digga, guck mal, ich war jetzt 5 Tage nicht mehr Fußball. Bellingham im 4.420 Euro Schlafanzug. Bei der LV Modenschau. Gar nicht mehr auf Fußball. Das gibt's gar nicht. Jetzt geht nämlich der Wahnsinn los. Ja. Genau jetzt. Der unterschreibt seinen ersten großen Vertrag. Ja, an, was er dir hier macht. In Madrid. Meine Güte, was für eine Generation Fußballer. Ja. Wie deutsch können Kommentare sein? Sagt viel über die Generation Fußballer aus von Harald. Stimmt, Harald. Digga, die sind so. Gib mal einen Willi auf den Arm, bitte. Das sind also die zwei Brecher. Oh ne? Komm, wie lange. Da musst du mir so ein Baby. Auf jeden Fall, du züchtest was Verrücktes, ihr zwei. Sein Kopf ist fetter als mein Kopf. Ja.
Doch, sein Kopf ist so groß wie deiner. Guckt euch das mal an, Chat. Ich muss gerade Manni seinen Bauch kraulen. Ist cool, oder? Ja. Ich habe einen Fire TV-Stick, ungelogen, seit einem halben Jahr. Ich drücke mich die ganze Zeit zu installieren, weil ich sowas nicht kann. Ja, du musst und nichts machen. Ja, gut, dass du hier bist, du kannst sowas. Kannst du was nicht? Ja, okay. Hey, ich schau mal gleich nach den Lampen noch drüben, ne? Ehrlich jetzt? Richtig geil, Digga, ehrlich. Ich musste einfach letztes Mal hier Leitungswasser trinken. Ja, und ihr lacht mich aus, mein Haushalt. Mein Haushalt ist gut. Ich bin eigentlich enttäuscht von deinem Haushalt, aber... Ich hab nur nichts zu trinken, tut mir leid. Ja. Hä? Nichts zu essen haben? Ich hab nichts zu essen. Ich hab nie was zu essen. Ich hab Apfel und Bananen. Er hat wieder recht, ohne Ende. Wir gehen jetzt was Schönes essen. Grill Royal. Chateaubriand. Solero. Ein Pornstar Martini. Solero mit Wasser, glaube ich. Ohne Business beachtet. Das riecht wie Solero. Hätte mein neuer Main Drink werden. Danke. Ich wollte schon 2 Kilo Garnelen gefressen. Aber die sind super. Die sind auch cool. Besser, ne? Ja, 100%. Aber die sind auch cool. Unser Essen ist da. Ein American Porterhouse, ein Chateaubriand. Erzähl mal was dazu. Chateaubriand, top. Meiner Meinung nach das erste Fleisch hier. Porterhouse Steak auch sehr geil. Bisschen mehr mit Fett, aber. Ja, mein Gott. Die hätten es ein bisschen mehr als sein können. Also, ich bin ehrlich, angeschwipst seit ungefähr einer Stunde. Hier geht gar nichts mehr. Wir machen hier aber auch echt gute Drinks. Wir labern hier die ganze Zeit Scheiße. Wir haben uns einen in die Rüstung gerömert. Steak war lecker. Oder? Was fandest du Steak vor? Steak war, also Chateaubriand war gut. Die letzten Stücke hier und die letzten Stücke da. Ja, ja, ist ehrlich. Wir schreiben gerade besoffen ganz viel Fußball an. Auf die Vita-Welt haben wollen. Alaba ist im Boot. Alaba, Kai, Benny, Toni, was geht ab? Und dann kommen so um 23 Uhr von uns so schlechte Tweets. Einfach überall so, Leute, was geht ab? Was geht bei Twitter? Leute, was geht ab, Alter? Ey, was ist eure Meinung zu Kick und so der ganzen Thematik, Alter? Digga, wir hören die gerade im Taxi. Ultra Techno. Make that booty clap. Make that booty clap. Wir haben hier gerade wieder ganz verrückte Ideen. Wir kuscheln hier gerade. Digga, wir haben verrückte Geschäftsideen, aber kann sein, dass wir die durchsetzen werden. Die drei Freunde. Ohne FC. Witz, Vita-Welt kam besoffen zustande. Elevate kam damals so besoffen, Digga, zustande. Wir hatten noch nie so guten Content-Gespräch. Ja, wir hatten gerade im Café, wir haben uns anderthalb Stunden lang über Content-Ideen unterhalten. Also, wir aber haben ein gutes Gespräch. Wirklich, wir werden. Intensiv. Also, kann sein, dass ihr eine neue Serie bald auf YouTube haben werdet und viele coole, lustige Videos. So, es ist Samstag, so 13 Uhr oder sowas. Ich stream jetzt. Abends gehen wir noch mal was essen. Heute ist Jordans letzter Tag. Gestern wieder Samples abgeholt bei Buddy. Die Shirts kommen bald. Ich finde die sehr, sehr geil. So, wir haben gerade gestreamt. 5 Stunden oder 6, keine Ahnung. Wir haben gepracticed Fortnite. Morgen ist 20.000 Euro Armaturnier für Lost Legends. No Build, ich und Billy, wir haben gerade gepracticed. Wir gehen jetzt wieder ins Grace. Abschiedsessen. Jordan muss wieder rüber nach Belgien. Saison geht weiter. Kurze Zeit, aber war cool. Jordan! Pink, pink? Welche Flocken wie letzte Woche? Pink, pink? Pink, pink? Beef Tartar, Shrimps, Spicy Damame, Tacos und Lobster, keine Ahnung was. Ich hab den Hummer ausgetrunken. Egal, ob wir reichen können, müssen wir nicht über den Saft trinken. Na Mann, ehrlich geil. Steak mit Nudeln, Ketchup und Mayo und Shrimps. So Leute, das war's dann auch mit dem Video. Ja, hat sich irgendwie sehr geähnelt zur letzten Woche. Aber da ein bisschen Content kommt auf YouTube. Übernächste Woche geht's nach Portugal zum Rolling Loud. Das wird sehr nice. Deswegen lasst gerne ein Follow da. Lasst ein Like da. Ich mache mein Outro jetzt extra kurz und laber nicht so viel, sonst werde ich wieder beleidigt. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasern auf und was willst du drehen? Mit dem Ding kann ich mir einen Baum. Oh mein Gott. Was ist das? Yeah.